Der Cargo Beamer rollt. Nach über 10 Jahren Entwicklungsarbeit wurde damit ein System zur Marktreife gebracht, das den kombinierten Güterverkehr revolutionieren kann. Mit einer eindrucksvollen Präsentation vor Vertretern von Presse und Politik im Werksterminal in Leipzig trat die Cargo Beamer AG im September 2010 an die breitere Öffentlichkeit. Ein Traum ist Wirklichkeit geworden. Seit fast 10 Jahren arbeiten wir daran, ein System zu finden, was gleichzeitig sehr effizient, CO2-sparend ist und auf der anderen Seite kostengünstig ist. Es ist eigentlich nicht sehr viel Technik und leicht zu machen und es ist extrem überzeugend. Ich muss sagen, es ist ein absolut geniales Projekt. Wenn die Technik das hält, was die Erfinder versprechen, haben wir eine völlig neue Situation im Güterverkehr europaweit. Das ist das einzigste Anwendbare, was wir im Moment verfügbar haben. Und wir haben es alle gesehen, es funktioniert. Auch auf der Verkehrsmesse InnoTrans in Berlin schlugen der Cargo Beamer AG reges Interesse und viel positive Resonanz entgegen. Ich glaube, das ist eine Lösung, auf die das europäische Verkehrswesen gewartet hat. Ob es sich am Markt trägt, das müssen Untersuchungen zeigen. Aber ich bin durchaus optimistisch, dass das jetzt vorgelegte Konzept eine Bereicherung ist und durchaus für Entlastung in bestimmten Routen sorgen kann. Bei dieser Gelegenheit erhielt die Sächsische Cargo Beamer AG für ihre speziellen Cargo Beamer Waggons auch die Inbetriebnahmegenehmigung für das deutsche Schienennetz. Aber was genau ist der Cargo Beamer? Der Cargo Beamer ist ein System zur Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene und setzt dort an, wo diese Verlagerung bisher nicht wirtschaftlich möglich war, bei den Sattelaufliegern. Diese machen 60% des gesamten Lkw-Transports auf der Straße aus und sind im Gegensatz zu Wechselbrücken und Containern, wie hier im Bild, nicht kranbar. Lediglich 2% sind technisch so modifiziert, dass eine Verkranung möglich ist. Jedoch kostet diese Modifizierung mehrere tausend Euro und geht zu Lasten der Ladekapazität. Das von den Ingenieuren Hans-Jürgen Weidemann und Michael Bayer entwickelte Cargo-Beamer-Prinzip ist denkbar einfach. Statt wie bisher umgebaute Sattelauflieger mit dem Kran nach oben anzuheben und einzeln auf den Güterzug zu verladen, werden künftig Sattelauflieger ohne Umbau seitwärts und gleichzeitig auf den Güterzug geschoben. Und so funktioniert der Umschlag. Der LKW kommt im Cargo Beamer Terminal an. Dort parkt er den Sattelauflieger in dem bereitstehenden Waggonaufsatz, einer Art Wanne, die später zusammen mit der Fracht auf den speziellen Cargo Beamer Waggon bewegt und mit diesem verbunden wird. Der LKW kann das Terminal sofort wieder verlassen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Zug noch nicht da. LKW und Zug müssen nicht aufeinander warten. Der eingefahrene Zug kann gleichzeitig be- und entladen werden. Dieser Vorgang dauert für den kompletten Zug gerade mal 15 Minuten. Das ist weniger als 1/10 der Zeit, die der Umschlag mit dem Kran dauern würde. Es gibt also keine Wartezeiten für die LKW und nur sehr kurze Standzeiten für den Zug. Weitere Vorteile: Der Umschlag funktioniert auch auf elektrifizierten Strecken unter der Oberleitung. Und ein Cargo Beamer Terminal benötigt deutlich weniger Platz als ein herkömmliches Terminal. Für den Spediteur bedeutet der Cargo Beamer vor allem weniger Kosten. Gegenüber dem reinen Straßentransport senkt der Cargo Beamer die Kosten pro Transporteinheit um mehr als 10%. Die Europäische Kommission unterstützt den Cargo Beamer. Mit Mitteln aus dem Programm Marco Polo II fördert sie das Projekt Efficient Semi-Trailer Transport on Rail Baltica, kurz ESTRAP. Das Projekt erprobt die Cargo Beamer-Technologie und führt sie in den Markt ein. Ausgehend von Leipzig soll das Cargo Beamer-System auf einer Ost-West-Route zwischen Holland und den baltischen Staaten betrieben werden. Denn der Cargo Beamer löst auch das Problem der unterschiedlichen Spurweiten. In Osteuropa ist die Schienenspur breiter als in Westeuropa. An der Grenze ist also ein zusätzlicher Umladevorgang nötig.
ein Wettbewerbsnachteil der Schiene gegenüber dem Straßengüterverkehr. Der Cargo Beamer verkürzt diesen Umladevorgang, der in der Regel 2 bis 3 Tage dauert, auf weniger als 1 Stunde. Die Vision der Cargo Beamer AG geht allerdings viel weiter. Ein Netz von etwa 70 Cargo Beamer Terminals soll entstehen und über 200 Cargo Beamer Züge sollen europaweit eingesetzt werden. Der Cargo Beamer rollt. Für die nötige Beschleunigung müssen jetzt Wirtschaft und Politik sorgen. Wenn wir überhaupt europäisch denken, dann brauchen wir diese Technologie aus ökologischen, finanziellen und letztlich auch aus Arbeitsplatzgründen. Ich hoffe, dass wir diese Technologie ganz, ganz schnell umsetzen. Dazu braucht es den beherzten Schulterschluss sowohl der Wirtschaft als auch der Politik bis hin nach Berlin.